Damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play FIFA Ultimate Team mit mir, der Thomas von PlayerGaddon. Und ich würde mal sagen, wir gucken uns mal das neue Team der Woche an. Heute ist Mittwochabend, ihr werdet es Donnerstag sehen und das neue Team der Woche wird so aussehen, okay? Dost ist schon wieder im Team der Woche? Ja, komm, er hat eine gute Form in Wolfsburg, aber trotzdem finde ich... Ja, nochmals ein bisschen Arongo, okay? Das spielt nicht mehr in Deutschland, habe ich gar nicht mitbekommen. Alter, Hummels in Form, 88 ist, glaube ich, der Second in Form. Jo, ich muss gerade einen ganz kurzen Schnitt machen, ihr habt nichts bemerkt, okay. Ribéry, letzte Woche war Robben, Zufall, ich denke nicht, Illuminati, nein. Coutinho, Rooney, Dost, den Rest kenne ich nicht. Im Übrigen habe ich jetzt ein neues Team, ich habe mein altes nicht verkauft, ich habe mir einfach ein neues gemacht, ich habe mir Nalo gekauft. Verkauft zumindest für 230k, da ich genug Verteidiger habe und ich habe mir ein englisches Team aufgebaut. Ich glaube, wir werden erstmal mit Diego Costa anfangen. Und eigentlich gefällt mir das Team so von den Werten her, aber wir müssen mal gucken, wie sich spielen lässt. Ich habe auch schon drei Informs, eigentlich relativ günstige. Oscar kann raus, nur 78 Fitness, das ist mir ein bisschen nahe. Wir werden einfach mal Ramsey ausprobieren und gucken, was er so bringt. Ja, ich würde sagen, wir fangen erstmal mit einem Turnier an. Liga ist mir noch ein bisschen zu risky. Im Übrigen, ich bin in die dritte Liga aufgestiegen. Und das mit einer Meisterschaft. Also ich habe jetzt schon 7 Meisterschaften geholt. Okay, Online-Turnier. Mal gucken, ob es irgendwelche besonderen Turniere gibt. Sonder. Okay. Exakte Spieleranzahl von England. 2 in Startelf. Können wir das machen? Wäre mal lustig. Oder wir haben da irgendwie Englische dabei, oder? Nee. Ach, man soll von ihnen allen was dabei haben. Ja, dann habe ich natürlich nicht dabei. Also spielen wir einfach mal das normale Turnier. Das habe ich bis jetzt, glaube ich, nur ein, zwei Mal gespielt. Und ich bin jedes Mal, glaube ich, im Finale rausgeflogen. Also ganz schön bitter. Hä, was ist denn jetzt schon wieder? Ach, Bronze. Ja, wir müssen Champions Shield spielen. Wir sind ja direkt im Achtelfinale. Nach der schweren Gruppenphase haben wir uns das natürlich verdient. Aufstellung bearbeiten, gucken, die Fitness scheint überall relativ hoch zu sein. Heißt, wir können auch direkt anfangen. Oh, Stühler hat 25 Verträge. Nice, nice. Im Tor habe ich Degi und als Ersatztorhüter, oh, alles 82, nice. Als Ersatztorhüter habe ich noch Cech, also Cech habe ich immer, also den kenne ich persönlich noch aus meiner frühen Kindheit, auch wenn ich immer noch ein Kind bin, beziehungsweise 15, ne. Aber ich meine aus den ersten FIFA-Spielen wie FIFA 8, da kenne ich ihn, glaube ich, noch. Jetzt einfach mal gucken, okay, Neymar, Suarez, Bale ist das, glaube ich, Rodriguez, Kroos, Casillas, ich glaube, das ist Piqué, oder? Deiner Innenverteidigung? Weiß nicht, ich kenne mich da überhaupt nicht aus in der spanischen Liga. Real Madrid und Barcelona-Spieler nur. Aber ich weiß, dass Neymar richtig abgeht. Und Suarez, ja, ich habe den mal gespielt, jetzt im normalen Modus, Karrieremodus, glaube ich. Ist nicht so mein Fall, ist nicht mein Fall. 85er Rating, das wird schwer. Aber meistens sind die mit dem guten Team nicht so gut, wie man denkt. Also, da sind die mit einem schwachen Team meistens sogar besser. Okay, mal gucken, wie sich das englische Team schlagen wird. Mein erstes Spiel mit denen habe ich mir extra für die Aufnahme aufgehoben. Ich habe mir so gedacht, ja, wollen wir das jetzt in der Aufnahme machen oder machen wir das privat? Aber ich habe mir gedacht, in der Aufnahme und... Okay, Touré in Form. Schon mal nice. Also William, ich habe immer mit meinem Kumpel gespielt, so normale Freundschaftsspiele immer zum Einspielen und dann ein bisschen Ultimate-Team und da hat William ihn immer aufgeregt und deswegen, der hat mir auch gefallen. Und Costa ist ein richtiges Tier, einfach mal, Alter, der war gar nicht so schlecht. Costa, du Tier. Also Physis 88 können auch ein Verteidiger sein mit so einem Schuss. Aber die Defensive ist, glaube ich, nicht so hoch. Eriksen, 84er Rating, kostet weniger als 2000. Also das ist schon heftig. Wirklich heftig. Und mein Handy hat wieder vibriert. Ich kommentiere es immer, wenn mein Handy vibriert. Ramirez ist auch so ein richtiges Tier. Und Schürrle kenne ich ja aus dem deutschen Team, aber der Schuss war weniger als nichts. Vielleicht machen wir diese Woche aber auch mal wieder ein Pack-Opening, aber dann müsste ich einen Spieler verkaufen. Ja. Es wäre mal geil, wenn ich irgendwie gegen Abonnenten Vargas spielen könnte. Das wäre richtig geil. Würde mir auch Spaß machen. Ich finde, da ist der Reiz beim FIFA-Spielen wieder da. Also mit dem englischen Team wollte ich erstmal so ein leichtes Spiel nehmen, um was, wo es nichts, um,
Worum es nichts geht. Ja, jetzt sagen wir es einfach so. Es ist wieder 8:30 am Abend und ich schreibe morgen eine Deutscharbeit. Ist zwar nicht schwer, aber naja, trotzdem arbeiten sind immer so. Oh, fuck. Alter, ich habe Glück gehabt. Ich habe richtig viel Glück gehabt, dass er die Chance nicht genutzt hat. Aber ich muss sagen, wenn man günstige Inform-Spiele haben will, sollte man sich ein Barclay-Team machen. Also es gibt sehr viele zentrale Innenverteidiger, also für 30.000 Inform. Und auch ich habe ja noch irgendeinen so rechten Flügelspieler. Ich habe jetzt seinen Namen vergessen, auf jeden Fall. Der Inform hat auch nur 60.000 gekostet, sogar weniger. Ich glaube nur 40. Die haben also, nee, 38.000. Das war das günstigste Angebot. Und es gibt für Modric Gelb, okay. Für was denn? Ja, die Wiederholung wurde nicht angezeigt, aber ist ja auch egal. Mal gucken, wie das Five Nights at Freddy's ankommt bei euch. Ich finde das Spiel eigentlich mega geil und ich finde so PC-Aufnahmen immer sehr bequem. Also das werde ich auch weitermachen. Da habe ich mir auch schon vorgestellt, wie ich so ein Best-of mache, wo ich mich erschrecke. Ja, das wird richtig geil, das wird richtig geil. Ist mal wieder ein langsamer Spielaufbau. Also so der erste Eindruck in Ordnung. Aber ist ja auch so eine Gewöhnungssache, ne? Ich meine, das zentrale Mittelfeld ist ein bisschen anders. Aber Schüle ist immer noch so ein Tier. Schade, ist nicht angekommen. Wäre Diego Costa zum Ball gelaufen und wäre nicht stehen geblieben, wäre das geworden. Ist kein Übertier, der Gegner, aber darf man auch nicht unterschätzen. Das wird ein Pass, oder? Nein. Also die Verteidigung ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ich habe mir noch Company gegönnt. Ich glaube 20.000 oder so kostet der noch. Weiß ich nicht mehr, das ist schon 5 Stunden her, also. Nee, sogar 6, also. Kriegt Schüler den, ja. Alter, gegen 2 durchgesetzt. Auch mit mehr Glück als Verstand, aber durchgesetzt. Ah, fast durchgekommen, fast durchgekommen. Im Übrigen haben wir eine kleine Aktion geplant. Und zwar... Ach, das kann ich euch später erzählen. Soll eine Überraschung sein. Also ich will nicht zu viel ausplaudern. Ist auf jeden Fall eine Aktion im Sommer. Das wird richtig geil. Ah, leider ist er nicht mehr dran gekommen, wer das auch immer war. Philippe Luis. Kostete, glaube ich, 5.900. Also war nicht ganz günstig. Ich habe mir nur Walker geholt. Zwar nur ein 77er Rating, aber sein Pace beeindruckt schon mächtig, finde ich. Und Ramirez nur 81, aber... Ist auch nicht ganz günstig, aber ist... Lässt sich gut spielen. Was auch so geil wäre, so ein Touré, aber 700.000, das ist schon teuer, sehr teuer. Für die normalen FIFA-Spieler, die sich alles erspielen und sich nichts kaufen, ist das schwer. Oder die müssen mal Glück haben, aber das hat man nur einmal im Leben. Okay, Eriksen hat ihn umgehauen, aber war kein Foul. Ah, schade. Das ist so ein Mittelfeldgeplänke, das Spiel. Ach, jetzt kommt die... Nee. Die Chance hat er nicht genutzt. Okay, er hat zwar ein richtig geiles Team, aber ist ein 0815-Spieler, würde ich mal so sagen. Ich weiß, ich muss mich erstmal an das Team gewöhnen, aber soll jetzt keine Ausrede sein, wenn ich verlieren sollte. Boah, sehr nice, sehr nice. Also die Physis von Diego Costa und sein Schuss ist echt geil. Also er ist so ein geiler Stürmer. Also wenn man überlegt, so vor 3 Monaten hat der Junge noch 80.000 gekostet und jetzt nur 20.000. Also dank der FIFA 15 Compagno App, also dass es die nicht mehr gibt, sind die Preise drastisch gesunken, drastisch. Aber von den Informs sind die gestiegen, da ja die Upgrades rauskamen. Ah, schade, schade, da hätte man einen L1-Dreieck-Pass machen müssen, da wäre er angekommen. Und da wurde irgendein Innenverteidiger getunnelten Schuss, aber De Gea hat sauber gehalten. Falls ihr Verbesserungen für mein England-Team habt, könnt ihr es mir ruhig in die Kommentare schreiben, also für mein Barclay-Team. Aber jetzt auch nicht solche Spieler, die 6 Milliarden Coins kosten. Ja, 6 Milliarden war ein bisschen übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine. Ach, William macht mir keine gute Figur in diesem Spiel, aber ich glaube, das England-Team werde ich immer... Ah, fuck. Direkt daneben gerutscht. Gelb, das wird Gelb geben, oder? Nein, das war eigentlich ein taktisches Foul, aber wenn es nicht gelb gibt, dann danke. Alter, ein bisschen tiefer und ich glaube, der wäre drin gewesen. Aber ich habe Glück gehabt. Und Glück gehört auch zum Fußball dazu. So, Philippe Luis. So, es muss einen ganz kurzen Cut geben, da ich nachschauen wollte,
ob meine Aufnahme wirklich läuft da. Das schon sehr bitter gewesen wäre und... Oh, ich dachte, er wäre drin, Aber ich habe Glück. Der Gegner ist nicht stark. Aber mein Team ist noch ein bisschen... Puh, wie soll ich es erklären? Schwer zu sagen, man muss sich erstmal dran gewöhnen. Also FIFA ist auch eine Gewöhnungssache, finde ich. Zum Beispiel, wenn man jetzt sich einen neuen Spielstil angewöhnen soll, das dauert auch ein paar Spiele, bis man das wirklich einigermaßen gut drauf hat. Bis man es beherrscht, ist auch noch eine andere Sache. Also Kompany fällt mir wirklich sehr gut auf. Aber Costa hatte bis jetzt einen guten Schuss aus der Ferne, aber das war's dann auch schon. Jetzt ein Pass. Und das war sehr ein schöner Pass von Schürrle. Schade, er ist nicht zum Schuss gekommen. Halbzeit 0-0. Ich glaube, der Gegner hätte das 1-0 mehr verdient gehabt als ich. Wir gucken mal auf die Statistik, was sie sagt. Die Statistik lügt ja nicht. Nach den ersten 45 Minuten, wie geht es weiter? Das weißt du doch bestimmt, Frank. Ja, ja, ich habe in die Glaskugel geguckt und weiß trotzdem nicht, wie es ausgeht. Das ist wieso drückt der Gegner nicht weiter? Okay, er hat weiter gedrückt und jetzt gucken wir mal auf die Statistik. Also ich habe mehr Ballbesitz, Schüsse aufs Tor sind gleich, er hat einen Schuss mehr, also ist relativ ausgeglichen sogar. Schussgenauigkeit habe ich höher und meine Passgenauigkeit ist um 1% höher. Also die Sache ist wirklich ziemlich ausgeglichen, würde ich sagen. Wir müssen weiter gucken, Wir kämpfen und siegen. Der Schiedsrichter guckt sich nochmal um. Es sind alle da. Der Ball liegt am Anstoß. So, William, jetzt kannst du mal ein bisschen zeigen, was du kannst. Wir werden mal ein bisschen über die Flügel gehen. Ramirez. Ah, schade. Draufschießen war keine Option. Aus dem spitzen Winkel gab es nichts. Ich habe versucht, den irgendwie rüber zu schlenken, aber hat nicht geklappt. Ja, komm, richtiges Foul war das auch nicht. Ach, das war ein Offensiv-Foul, yo. Danke. Boah, den Pass hat Costa schön bekommen. Vielleicht werden wir in der zweiten Halbzeit den Drücker setzen, sodass wir die bessere Mannschaft werden. Der war schön gehalten vom gegnerischen Torhüter. Casillas war da, glaube ich, im Tor, oder? Ich glaube schon. Ah, Schürrle hat ihn noch beinahe erarbeitet. Okay, Konter wurde es nicht. Da kein Mitspieler von ihm mitgelaufen ist. Eriksen. Boah, schön und jetzt... Nein, ich hätte noch einen Schritt weiter nach vorne gehen müssen und dann wahrscheinlich eher eins im Dreieck. Sodass der reingedreht wurde. Aber ist ja auch egal. Wir haben noch ein bisschen Zeit, um zu gewinnen. Und ist auch egal, wenn wir im Achtelfinale verlieren. Wir sind ja nicht weit gekommen und das wird ein Tor. Das wurde ein Tor. Mann, ich finde ein bisschen unverdient. Aber egal, nur weil ich jetzt ein paar Chancen hatte, heißt es noch lange nicht, dass ich das erste Tor verdient hätte. Aber wir müssen gucken, wie wir weiter vorgehen. Das Spiel ist noch lange nicht entschieden. Ein Spiel ist zu Ende, wenn der Schiedsrichter abpfeift und das wird ein Foul für uns geben. Also beziehungsweise ein Freistoß. Daraus habe ich nichts gemacht, aber er auch nicht. So. Ramirez ist ein richtiges Tier. Ein Arbeitstier im zentralen Mittelfeld. So. Ramsey. So, Schürrle. Den einzigen, den ich einigermaßen gut kenne. Auch wenn ich ihn in Form spiele, aber... Ja, da können wir eigentlich den Unterschied testen zwischen einem Inform-Spieler und einem normalen. Ah, fuck. Also zwischen denen in Inform und denen dann im einmal im Normal. Kompany muss kurz rauslaufen. Das hat er super gemacht. Kompany ist ein richtiges Tier in der Verteidigung. Ah, fuck. Fehlpass von William. War nicht der erste Fehlpass. Felipe Luis hat das sauber gemacht als linker Verteidiger. Hat mal in der Mitte ausgeholfen, weil die zentralen Verteidiger da keine gute Arbeit geleistet haben, beziehungsweise die anderen Spieler zugestellt haben. Alter, das war ein richtig nicer Pass. Ja, aber, Alter, Ramirez hat sich durchgesetzt, obwohl zwei ihn zugestellt hatten. Jetzt müssen wir gucken. Oh, fuck, es sind hier irgendwie, es sind gar keine Lücken. Ja, tolle Chance. Ja, das war gar keine Chance.
Ich habe daraus nichts gemacht. Okay, jetzt ist das eine 3 gegen 3 Situation. Okay, 4 gegen 3. Sauber, Kompanie, sauber. Und das war zwar ein Kreis, aber es war ein Pass, ein sehr guter Pass. Vielleicht sogar ein wichtiger Pass. Nein, kein wichtiger Pass, schade. Schade, schade. Also so ein 1-1 will ich noch hinbekommen, sodass es in die Verlängerung geht. Oder vielleicht sogar noch ein 2-1 vor der 90. Minute. Aber wir wollen ja nicht träumen. Wobei das möglich wäre, finde ich. Schade, ey. Wenn ich draufschießen will, werden die Schüsse immer geblockt. Wir werden mal versuchen, ein bisschen zu sweaten. Sweaten mögen die Gegner nicht, aber es ist effektiv. Und solange es effektiv ist, kann es mir eigentlich egal sein, was die Gegner sich denken. Philippe Luis hat sich hier schön den Ball erarbeitet. Den Gegner schön mit Körpereinsatz weggeblockt. Alter, William hat den schön ausgedribbelt. Ja, das war kein richtiges Dribbeln, aber so ein halbes, ne? Ich will mir keinen Druck machen. Ich will mir wirklich keinen Druck machen. Wir werden das jetzt einfach versuchen zu schaukeln. Wird wahrscheinlich eine etwas längere Folge, wenn ich wirklich in die Verlängerung kommen sollte. Aber ist ja auch egal. Das kann auch mal sein. Schade, schade, schade. Ein bisschen höher und vielleicht wäre er sogar angekommen. Ramirez schön geholt. Beziehungsweise ungewollt war das, glaube ich. Diego Costa. Ah, ey. Hätte Eriksen sich denn da den Ball erarbeitet? Dann wären wir durch gewesen und dann eventuell ein Tor. Okay, die Zeit drückt. Bringt ja nichts. Ich muss gleich auf Offensiv stellen. Werde ich auch direkt machen. Ballbesitz spielen wir jetzt. Okay, Offensiv. Diego Costa. Eriksen. Schade. Okay, wir setzen jetzt auf totale Angriff. Alles oder nichts, alles oder nichts. Bringt ja nichts, wenn wir kein Tor schießen. Alter, Ramirez, sogar in der Verteidigung hilft er aus. Ramirez ist richtig geil. Okay, da hat man gesehen, dass die ganze Verteidigung mit vorne war, aber wurde ja schön geklärt. Boah, ich habe nichts daraus gemacht, weniger als nichts. Ey, immer wenn ich draufschießen will, wird mir der Ball abgenommen und jetzt... Ich bin gefickt. Nein, er hat einmal abgebremst und wenn Kompanie alles richtig macht... Oder De Gea, oder De Gea, oder De Gea. Schade. Ja, ich habe auf totaler Angriff gestellt und ja, jetzt habe ich das verdient. Aber man muss auch sagen, ich muss mich erst mit dem englischen Team einspielen. Soll jetzt keine Ausrede sein, dass ich verloren habe. Aber... Das Tor, ein Tor hätte ich wenigstens verdient, meiner Meinung nach. Das werden wir jetzt auch machen. Der Wille ist da und das werden wir jetzt auch schaffen. Schade. Wäre der Fehlpass nicht da gewesen. Das war weniger als nichts. William? Oh, William, oh Mann. Ja, der Ball ist ein bisschen hochgesprungen und dann... Wäre der flach gewesen, wäre da, glaube ich, perfekt im Winkel rein gewesen. Aber hätte Fahrradkette, was? Ja, komm. Da kann man auch ein Auge zudrücken als Schiedsrichter. Ah, schade. Ich konnte euch leider kein Tor zeigen, aber ich glaube, ich habe sogar das Gefühl, dass es sich in den nächsten Folgen ändern wird mit dem englischen Team. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ruhig einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keinen FIFA mehr verpassen wollt oder gegen mich spielen wollt, lasst euch ruhig ein Abo da und... Habe ich das nicht schon gesagt? Nee. Und schreibt es mir in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao.